Was ist eigentlich eine Infrarotkabine und wo liegt der Unterschied zur klassischen Sauna? Die typische finnische Sauna liegt bei 80 bis 100 Grad, wohingegen die Infrarotkabine bei 40 bis 55 Grad liegt, wodurch dein Herz-Kreislauf-System geschont wird. Die klassische Sauna wirkt eher oberflächlich und dringt nicht so tief in die Haut ein. Anders ist dies bei der Tiefenwärme der Infrarotkabine. Diese erwärmt das Gewebe und die Blutgefäße unter der Haut. Dadurch ist die Wirkung auf den Körper stärker und die positiven Effekte der Wärmetherapie können sich voll entfalten. Generell sind die positiven Effekte wie die Stärkung des Immunsystems und des Herz-Kreislauf-Systems sowie den Beitrag zur Erholung die gleichen wie bei der klassischen Sauna. Die klaren Vorteile der Infrarotsauna sind die geringe Aufheizzeit und die relativ geringen Energiekosten, was eben für einen spontanen Saunagang optimal ist. Ein weiterer Vorteil ist, dass man durch die geringe Temperatur auch zum Beispiel ein Buch lesen kann, was zum Beispiel in der typischen finnischen Sauna nicht unbedingt ratsam ist. Bei der Infrarotkabine gibt es keinen Saunaofen, sondern nur einen Strahler, der sich meistens unter der Bank befindet. Ja, welche Art von Sauna du bevorzugst, das liegt ganz allein an dir. Denn beide Saunen haben ihre eigenen Vorteile, aber auch die gleichen positiven Effekte. Probier es einfach aus und schau, was für dich am angenehmsten ist. Hast du noch mehr Fragen, schreib es einfach in die Kommentare.